Angesichts der im vergangenen Jahr um rund 10% angestiegene Zahl bei den Wohnungseinbrüchen fordert der Vorsitzende der baden-württembergischen Polizeigewerkschaft GdP, Rüdiger Seidenspinner, deutlich mehr Polizisten und die Sofortanstellung von Tarifbeschäftigten, die die Polizei bei bürokratischen Tätigkeiten entlasten. Die von der grün-schwarzen Koalition angekündigten 1.500 zusätzlichen Polizeistellen bis 2020 reichten bei weitem nicht aus. Seit langem habe die GdP vor den Folgen des jahrelangen Personalabbaus bei der Polizei gewarnt. Dadurch habe man immer weniger Polizisten für Streifenfahrten auf der Straße. Bundesweit sind nach GdP-Angaben in den vergangenen Jahren rund 16.000 Polizeistellen abgebaut worden. Im Land sei die Zahl der Polizisten im Verhältnis zur Einwohnerzahl seit 1998 um fast 10% zurückgegangen. Laut GdP wird ab 2020 zudem eine Welle an Pensionierungen die Lage weiter verschärfen.